Flückiger, Platz 2 Silbermedaille an der Schweizer Meisterschaft hinter dem extrem starken Weltmeister Nino Schurter. Trotzdem enttäuscht? Ich habe mein Bestes gegeben. Die ersten 3/4 vom Rennen waren super, haben wirklich stark gefühlt. Ist mir irgendwie die Energie aus, ganz ehrlich. Wahrscheinlich war es ein bisschen die Hitze, wo ich noch ein bisschen Mühe hatte, weil es halt wirklich die ersten Tage waren, wo es so warm ist. Ich bin zufrieden mit der Leistung. Es ist halt jetzt einfach nicht mehr gegangen heute. Es ist nicht mehr gegangen. Könnte es sein, dass er vielleicht in den ersten 2-3 Runden, wo er sehr offensiv gefahren sind, vielleicht fast ein bisschen den Motor überhitzt haben? Ja, das muss ich noch analysieren. Ich weiß jetzt die Rundenzeiten nicht genau. Wir sind sicher schnell gefahren, darum haben wir so schnell ein Loch aufgetan in der ersten oder die zweiten Runde. Kann gut sein, dass wir ein bisschen schnell drin sind und es nachher, ja, in dem Sinne ein bisschen zu fahren worden ist. Was wäre der Plan gewesen, wenn er hätte in die Offensive gehen und den Nino Schurter hätte können abschütteln? Ganz ehrlich, das war so mein Plan, dass ich einfach eine höhere Pace fahren kann. Das ist das, was mir wahrscheinlich ein bisschen besser liegt als ihm. Er ist der, der mehr taktieren kann und den ist wirklich halt denen durchgeben. So wie er es in den letzten 2 Runden machen konnte. Meine Taktik ist vielleicht nicht ganz aufgegangen. Vielleicht wegen dem Wetter, ich kann es nicht genau sagen. Aber er ist, ja, schlussendlich ist er auch sehr stark gefahren. Also ich denke, heute war er der Stärker. Merci vielmals, Matthias Flückiger.